Oh, das wäre jetzt ein ganz gutes Ding hier, wa? Könnte man eigentlich so beenden, aber wisst ihr was? Eine Minute haben wir noch. Weiter geht's. Herzlich willkommen, liebe Leute, auf meinem Channel. Begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich bei mir. Und heute begrüße ich euch zum fünften Let's Play meiner neuen Serie The Evil Within. Es ist vor der Stunde, draußen ist dunkel, es regnet, das Licht ist nicht an. Klar, Leute, es ist Geisterstunde. Gut, ja, wie gesagt, bin ich noch ein bisschen müde, aber gerade um diese Zeit, denke ich mal, ist es doch gar nicht mal so schlecht, wenn man mal so ein Let's Play macht. Ja, hab zwar noch müde Ohren, hab mein Kaffee dazu stehen, aber Leute, ich denke mal, wir bekommen alles hin, wenn wir wollen. So, hier nun mal ein bisschen weiterspielen hier, ja. Eine schöne Sache, ich habe hier das... letzten Part beendet, ja, da sind wir ja diesen Fritze entkommen. Und denke mal, das ist also ganz gut gelungen. So, was ist das hier? Der spricht nicht mit mir, einmal frei. Wollen wir mal einfach mal schauen, was es hier zu holen gibt. Muss aufpassen hier. So. Da lang rufen, da lang rufen. Okay. So, schauen wir uns erstmal hier mal wieder ein bisschen um eventuell Gegenstände aufzuheben, die wir dann halt im späteren Spiel brauchen. Man braucht einfach mal sehr viel was. Alter. Alter. Es ist früh am Morgen und er kriegt mich Schreck. Alter. Puh, Junge, 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 Junge. Schon am frühen Morgen wird man so erschreckt. Das kann doch echt nur Warzenschwein sein. So, hier werden wir einfach mal kaputt machen, um zu sehen, ob da war was. Da war Tatsache was. Das ist super, super. Hier war natürlich, brauchen wir ja natürlich, war für später. Und hier mal einfach mal rein. Machen wir ja eigentlich immer, war. In den meisten Häusern hier mal rein, um zu kicken, ob da was ist. Okay, Leute, ist hier was? Da ist eine Schublade. Nehmen wir hier mal rein. Was ist das da? Toll, Streichhölzer. Mir war gerade so. Machen wir natürlich alles kaputt, war alles so richtig kaputt. Ja, komm mal auf da. Ja, was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Da können wir doch auch irgendwie vielleicht trainieren, oder? Also lehnen. Ich lehne mich jetzt einfach mal zurück. Arsch! Hallo? Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Noch einmal frei. Der hier alleine bei der Lohn. Wer ist Norman? Wir müssen los. Kennt ihr Norman, Leute? Wieder. Was ist denn das jetzt hier? Zu der Patronen. Okay, meine Patronen sind ja eigentlich voll. Brauche ich dementsprechend nichts mehr. Ich lehne mich mal hier wieder so richtig mal durch. Und ja. Was können wir jetzt nehmen? Haben wir was? Nimm mal was? Können wir was? Leben nehmen wir natürlich, Leute. Ja, dass ich da halt wieder mal ein bisschen, ja, gesünder bin. Da liegt auch noch was. Gut, nehmen wir auf. Brauchen wir. Das ist, das war jetzt irgendwie was für die Armbrust, glaube ich. So eine Art Bolzen, ne? Denke ich mal, so ein Zusammenspiel. Irgendwie. Ich muss hier mal jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Was hat der Junge für ein Problem? Tja, Kontrollpunkt haben wir hier auch erreicht, ist auch ziemlich gut. Aber hier passiert eigentlich auch hier nicht. Über den Kontrollpunkt, den hätten die sich hier jetzt mal sparen können, weil hier einfach mal nicht so
ist, oder? Ich habe hier weder noch hier draußen irgendwie so ein Zombie gesehen, noch irgendwo anders, ja, dass man halt irgendwie so in Gefahr gerät, dass man hier angegriffen werden könnte. So, kommen wir hier rein, schönes Lagerfeuer ist am Brennen. Ja, ist eigentlich immer so schön gemütlich, wenn man ein Lagerfeuer zu Hause macht, im Garten oder in der Küche, im Wohnzimmer. Ja, das ist immer was Schönes, ist vor allem warm. So. Nochmal Patronen. Aber ich brauche die ja nicht. Weil ja meine Muni-Vorräte ja, eigentlich getötet sind. Da liegt da auch schon wieder was rum. Streichhölzer. Streichhölzer ist immer OP, können wir immer gebrauchen. Zwecks Anzündung der Leichen. So. Okay, Leute, jetzt gehen wir mal hier runter. Runter. Nochmal runter. Warte, muss ich mir so aufpassen. Ich nehme mich einen Kaffee. Aufpassen. Was ist denn da hinten? Da ist eine Türe. Wollen wir da in eine Türe drin gehen? Da nehmen wir einfach mal eine Türe drin. Aber hier ist irgendwie was. Hier scheint irgendwie was ziemlich... Sexstudio. Pornolicht, Leute. Sorry. Ich weiß es. Schauen auch Kinder zu. Ja, tut mir leid. So, hier wollen wir mal schauen, was hier passiert. Da liegt schon wieder was da auf dem Tisch. Aber ich glaube, meine Vorräte, wie gesagt, brauche ich ja nicht. Was ist denn bitte hier für ein Schuppen? Oh, da hat eine Büchse. Ach, unser Freund ist da. Alter, das ist ja ein Kunde, Junge. Ich glaube, da kommt was. Das ist ein Kunde. Moment, hier muss was sein. Hier ist was. Beruhige dich! Unter einer. Vorsichtig. Aufpassen. Ey, alter Schwede, ey, das kann doch echt nicht sein, was Marken bleiben in der Matar. Mensch, da hat er gerade ja nicht zu mir. Und hauen! Was machst du denn? Und hauen! Wo ist denn der? Ey, sag mal, ist der immer weg? Oder immer da? Immer weg, immer da? Du musst kein Alter, wo ist der? Wo ist denn der? Da ist er. Und jeder mal, hau doch mal. Scheiße, ich bin verletzt. Ich bin verletzt und das Ohr oben in der Mitte ist uff. Das heißt, ich werde sie sehen. Jetzt aber nur mal hier mal, komm mal, sogar. Da ist eine Flasche, komm ich da ran? Nee, okay. Komm ich jetzt da ran? Blieb jetzt schon nie? Okay. So, und da ist der ja schon wieder. Und, bleib, da ist der Alter. Was mache ich denn hier für einen Müll? Was ging denn der Jochen, jetzt habe ich den. Also, ey, ist das ein Kunde, ey? Man sieht den nicht, ey. Jetzt hat er mich, ja? Könnte, oh, scheiße. Holt ihm in die Schnauze. Man, hau doch mal zu. Oh, was mache ich denn da? Was mache ich denn jetzt da wieder? Ich mache hier einen Dödeldadel. Da ist er ja schon wieder. Geht durch den. Das ist der. Er kriegt den hier mal tot oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das schon wieder? Ey, das war mir so was von klar gewesen, ja. So was von klar. Naja, gut. Aufgehen, neue. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir Pistole. Wir bleiben mal einfach mal bei der Pistole, bleiben wir mal. Ja, kann ja nicht schief gehen. Bleiben wir mal bei der Pistole, Mann. Ja, Martin ist doch gut, Junge. Spar dir mal dein Ding mit die Quatsche. Ja, ich muss mich konzentrieren. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. So, okay. Da kommt wieder der Kollege.
aufpassen. Gleich mal ein bisschen mal drauf schießen oder so. Einfach mal so. Ich denke mal, wir haben eigentlich hier genug Munition. Wenn nicht anders, hier können wir das ja auch auffüllen. Ja, da auf dem Tisch, da war eine Muni. Also werden wir erstmal warten, bis der Kollege hier zum Dienst antritt. Da ist er ja schon. Was ist denn das für ein Friede? Nein, nein. Du musst keine Angst haben. Einfach mal schießen, weil andere bleibt mir ja nicht übrig. Ja, um einfach mal gerade wohl irgendwie, ja, zu versuchen, den zu erwischen. Da ist er doch. Scheiße, wo ist denn da? Alter. Ich denk an die Muni, die vielleicht brauche ich die ja. Oh, jetzt zeig mir drauf. Nochmal, schieß doch mal. Ja! Drück, leer, das wird verstummen. Etwas Schreckliches. Bleib ruhig. Meine Fresse, Alter. Nein, nein. Du musst keine. Nun komm, den Heikler ist wahrscheinlich gleich. Was mach ich denn jetzt? Meinst du, der hält da hin, wenn ich da die Flasche da hinschmeiße? Geht da ja nicht hin. So, nehmen wir da, links da. Oh, da ist er da schon wieder. Oh, den will ich aber jetzt eben gerade hinkommen. Kann ich die nehmen? Okay. Bleib genau hier. So. Man müsste mal nachladen. Hier ist was. Kollege. Scheiße, da mir fehlt doch da irgendwie was. Das ist die Schrotflinte ist das doch hier, wa? Warum hat mir keine Mini? Ah, scheiße, was schießt sich doch mit Patronen. Mit, also mit Pistolenpatronen, ihr wisst schon. Mein Leute ist früher am Ohr. Nein. Du musst keine Angst haben. So, na, nur hier. Da ist er. Schieß doch mal. Oh, ich treff den nicht. Alter, ich treff den nicht. Jetzt habe ich da fast ja nichts mehr. Ich habe ja nicht da. Ich habe fast nichts mehr da. Harpune ist auch blöd. Was wird mit der Harpune? Nein. Das dauert doch alles wieder zu lange, bis die Tier wieder fertig ist, ja? Lobt der Kinder? Aber wie gesagt, ich mache den durch, ich ziehe das durch. Ja, ihr seid so lange hier bei mir hier mit bei, bis das Spiel vorbei ist. Dieser Horror hat irgendwann mal ein Ende. So, bumm, und jetzt hau ich dir in die Fresse. Jetzt sag ich, jetzt hau ich dir in die Schnauze, dreh dich um, jetzt hau ich dir weiter in die Fresse. In die Schnauze. Jawohl, da ist er. Und nochmal Matsch, und Patsche, und Tratsche. Ja! Hier zu bleiben wäre selbst noch. Ich hab ihn geschafft. Ist man hier nirgends sicher? Eher uns. Jetzt wird er angezündet. Bin verletzt. Kann nicht raus. Bin verletzt. So, ist da jetzt noch irgendwas gewesen? Genau, da die grüne Paste. Werde ich mir mal ölen. Und den trenne ich mir ölen und den gucke ich schon mal weiter. Mensch, ich hab ich schon fast 20.000 Punkte. Und es werden immer mehr. Guck mal da. Und jetzt kommt noch mal, wie viel zu 300 zu. Interessante Sache. Eine interessante Sache. So. Leute. Steht da was? Können wir da was hier brauchen? Nichts. Nur, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Oh, was passiert jetzt? Die Treppe ist. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren. Der erinnert mich so hier an, wie heißt denn der Schauspieler von Schweigen der Lämmer? Kennt ihr den? Verstand verloren! Anthony Hopkins. Oh Gott. Was ist das? Nein. Ja, wo ist das? Was ist das? Wow, Alter. Tatsächlich. Na, der ist ja cool. Hey, wenn er so zum Fasching gehst, ja? Machst den ersten Platz, 100 pro. 100 pro. So, und was ist der jetzt? Der haut ab jetzt, oder wie? Tolle Geschichte. Tolle Wurst. Was machen wir jetzt? Ich hab hier nichts. Ich brauche hier ja nicht so rumzufummeln. Ich hab hier ja nichts. Ich brauche ja nicht rumfummeln. Aber man kann ja trotzdem mal kicken. Kicken kostet nichts. So, hier können wir auch kicken. Was ist hier drin? Muni, ein Sperrchen. Da ist ein Sperrchen. Den nehmen wir uns doch mal auf.
Ja, man weiß ja denn nie. Da ist auch noch mal Munichen. Streichhölzchen. Okay, braucht man nichtchen. Kicken wir mal. Und da ist... mal schauen, was hier passiert. So, na gut, wir machen es mal hier weiter. So, okay, ihr bleibt bitte da, wo ihr seid. Ja, pass auf, dass da die Kerze nicht ausgeht. Was zur? Und dann gehen wir einfach mal hier weiter. Oh, was ist nun? Doktor? Was ist nun? Leslie? Was ist denn jetzt? Fuck. Langsam, Leute. Langsam. Langsam, Leute, langsam. Ach nö. Ey, wenn sich das Spiel jetzt so tausendmal wiederholt, nee, dann lass ich das sein. Leute, dann muss ich den umbringen. Was ist das denn für eine Suppe? Kontrollpunkt erreicht. Coole Sache. Wunderbar. Freut mich. Wo bin ich denn jetzt? Ey, bin ich schon wieder in so einem Sumpf voller Blut und Leichenteilen oder was ist denn das hier schon wieder, ey? Alter! Das ist ein Nebel, denke mal eine Falle, wieder für eine Falle und Robert. Ja, Körder und Robert. Schlapp, 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 schlapp. So, Leute, was ist denn da? Hier nehme ich mal was, eine Fackel kann ich hier. Hier jetzt eine Granate. Oh, eine Granate ist immer gut, die kann ich hier brauchen. Und Sperrchen. Da hat er auch was, ja, sind geht mir hier so auch irgendwie was. Nicht. Ist ein Sperrchen. Brauche ich nicht. Habe ich schon. Geh da weg. Geh da weg. So, dann gucken wir mal hier. Alter, da war aber aufpassen, aufpassen, aufpassen. Sprengfalle, 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 Sprengfalle. Ich sehe die, ich sehe die, ich sehe die. Dann nimm mal doch die Pistole. Munition alle. Und merken. Wir haben ja keine Money. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, wo wir Money finden. Dann werden wir erstmal Munition finden. Gehen wir wieder zurück zur Sprengfalle, Leute. Lösen diese. Dann schauen wir einfach mal weiter, was hier passiert. So, erstmal, wie gesagt, gucke ich mir mal hier um hier oder gucke ich mich mal hier um. Mich. Ah, da liegt da schon mal was. Na, sieht da an. Gibt da mal eben da. Ist da wunderbar. So, ich nehme mir die zwei, reichen mir eigentlich, ja. Und lauf wieder zur Sprengfalle zurück. Komm. Putze du, ich geh einfach mal was, ey. So, Leute. So, okay, wir sehen an. Buff, na siehst du, mit einem Schuss hat das ganze Spiel ein Ende zubereitet. So Leute, ist hier irgendwie was? Kann man hier irgendwie was nehmen? Ist da was? Seht da was? Kinder, blinkt hier was? Ist hier was? Okay, hier ist nichts. Alles klar. So, gut, dann werden wir einfach mal jemand lang gehen, um zu schauen, ob hier irgendwo eine Türe ist. Da ist eine Türe, da könnte ich vielleicht mal kicken gehen, was da drin ist. Denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt kommt dieser Dummel da. Was ist das für eine Scheiße? Nee, ist ja nicht dein Ernst, oder? Was soll ich denn hier jetzt machen? Was wird denn das jetzt für ein Spiel? Wie viel sind denn das? Das sind doch mindestens 8. Hau ab, alter Mann. Verpiss dich doch mal, du. Das ist das Beste, was man machen kann. Echt. Einfach mal verpissen. Falle, vielleicht habe ich Glück. Drücken. Ah, jetzt kommt da so ein Idiot aus dem Kessel. Oder was? Wie sieht das da? Komm, abhauen. Okay, anzünden. Vielleicht habe ich ja Glück hier, dass ich unterwegs hier da in da hinter mir ist da auch verbrenne. Ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht. Ich kann jetzt ja nicht anhalten, Leute. Ich muss einfach hier durch. Luft doch mal durch und nicht so lahm.
Scheiße, der Sprengfalle. Da kommen sie. Habt ihr das gesehen? Da ist er. Kann ich den? Mann, Alter! Hab ich hier schon wieder keine Munition? Ey. Da ist eine Sprengfalle. Kannst du die mal bitte betätigen, ey? Da halt ein Dings hier. Wie weit ist denn, warum ist das jetzt runtergefallen? Das ist ja nicht passiert. Ist irgendwie was explodiert? Ist nicht, nichts explodiert. Alter, so eine fette das krieg ich nicht. Ich muss abhauen. Oh, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Was ist jetzt hier? Oh nee. Hat die mich jetzt erwischt? Bin ich tot? Hau doch mal ab, Mann! Du blödes Schwein, ey! Der mit der Axt hinten im Ofensack! Tot! Toll! Naja, das war ja abzusehen. Na, das war ja nun echt ein nicht so guter Zug. Muss ich ja mal sagen. Dann können wir uns ja leer die Muni da holen. Werden wir auch machen. Dann haben wir sie nämlich gleich. So. Gut, okay, dann gehen wir gleich zum zu dieser Sprengfalle. Deaktivieren diese mit einem Kugelschuss. Oder was mache ich jetzt? Oder... Okay, ja. Ich gehe einfach mal hier mal gucken, ob ich hier was finde. Soll ich diese Sprengfalle vielleicht irgendwie... Kalt mal. Bin am überlegen. Also zwei Kugeln habe ich. Eine für diese und eine für die andere Sprengfalle. So, die habe ich erstmal kalt gemacht. Jetzt gucke ich mal einfach mal hier oben, ob ich hier vielleicht eventuell doch noch was finde, was ich gebrauchen kann. Hier kann ich schon aus dem Gitter kicken. Hier ist nichts. Nichts. Aber, Leute, wenn die Leute kommen, ja, dann könnte ich das nämlich so machen, dass ich hier hingehe, laufe hier die Treppe hoch, stell mich hier hin. Nimm meine Pistole und schieß auf die Fässer. Da, auf die grünen Fässer. In der Hoffnung, dass sie explodieren, Leute. Nein. Ich schieße ja nicht einfach nur so auf die Fässer hoch, war, um da nicht irgendwie einen Hintergedanken zu haben, Leute. Nun kommt mal, ja, also jetzt wird ja der Fuchs in der Pfanne verrückt. Oder wie sagt man das? Die ganze in der Pfanne. So, okay. So, gut, okay. Da gehen wir jetzt mal lang. Gehen wir mal rüber. Versuchen wir vorher den Matten hier noch anzustecken. Und warten, bis nichts kommt. Okay, coole Sache. Machen wir jetzt. Hier ist nichts mehr. Scheiße, ich bin ja jetzt schon irgendwie so verletzt. Ach du Scheiße, wenn die mich da nachher angreifen, ey. Den reicht ein Schlitz von so einem Messer und dann bin ich hin. Okay, die Harpune, die halt jetzt noch mal zum zweiten Mal jetzt genommen. Ich hoffe auch, das ist erstmal jetzt zum letzten Mal. Ich habe nämlich nicht immer so eine Lust hier, weil hier ständig und immer wieder euch denn halt mehrmals tot zu gehen. Das muss ja noch nie sein. Aber was ist denn da? Da ist eine da ist doch auch eine Sprengfalle, die deaktivieren kann. Oder was war denn der? So, wo jetzt denn hier hin? Treppe. Das ist doch, ist das nicht hier, wo ich vorhin war? Klar. Klar, alle könnt wieder raus hier. Hier Sprengfalle, alles klar. Habt ihr gesehen? Da Lichtwart. Geht mal da vorne Lichtwart. Das ist schick. Zwei Patronen. Okay. So, dann schießen wir mal das Ding hier gleich weg hier. Peng. Super. Super, Leute. Das ist einfach mal super. So. Ich muss mal schnell einen Kaffee. So, was nehme ich denn hier? Kann ich hier was nehmen?
Na, du lässt nicht Harpune, Alter. Ich werde mal die Harpune nehmen, warte, ist doch cool. Da hat ja genug. Also von der Harpune habe ich hier einfach mal. Ja. Wir haben aber da, also wir haben eigentlich jetzt hier eigentlich, na, was heißt denn hier noch? Hier noch ist, wenn ich alles voll hätte, war. Aber ich denke mal, jetzt könnten wir was reißen. Jetzt habe ich hier meine Muni ein bisschen. Jetzt ist da noch, liegt denn da was rum, Leute? Da liegt nichts mehr rum. War okay, ich sehe hier nämlich auch nichts so. Obwohl es eigentlich dunkel ist hier auch im Zimmer, ja, weil der ganze Tag heute schon dunkel ist. Der hat schon früh ist angefangen, wo er dunkel war. Ja, nachts war auch ziemlich dunkel draußen. Ja. Ist da noch irgendwie was zu holen? Nicht da, da liegt doch auch noch was rum. Da ist doch auch schon wieder so ein Teil. Fünf. Teil 5, 5 Teile. Werkzeug, 5. Hm, keine Ahnung, was immer das heißt. Aber ich denke mal, das hat bestimmt was mit der Armbrust zu tun, dass ich da irgendwie so einen Bolzen wieder zusammenfertigen kann. Denke ich mal. So, okay, Leute. Seid ihr bereit? Da ist eine Falle. Kickt mal hier. Hier ist eine Falle. Okay. Die werde ich mal... Ist es ratsam, jetzt die Falle zu deaktivieren, oder solltet ihr lieber was lassen? Das ist ja natürlich hier jetzt... oh, zeigt mir ja nicht an, dass ich das da deaktivieren kann. Hier kann ich aber runtergehen, Leute. Aha. Aha. Okay, dann gehen wir hier wieder hoch. Geh einfach mal hier runter. Super, okay. Gut, die lassen wir. Coole Sprengfalle kann ich hier brauchen. Okay, warten wir mal hier wieder auf Lüttmatten. Da ist auch eine Lüttmatten. Die kriegen von mir alle so einen Namen, ey. Immer Fritze, war kennen sie hier Fritze und jetzt Lüttmatten. Alter, mal kicken wir da nicht noch. Da sind sie. So, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Geht erstmal hier lang. Vielleicht kann ich hier ja was reißen. Ruhig bleiben. Da kommen sie schon. Mann, da ist doch, das ist doch sowieso scheiße. Blazed Ablenkung. Da ist der Fette. Ach Gott. Ey, gut, dass der so lahm eigentlich ist. So, und hier wollte ich ja hier hoch gehen, die Treppe. Okay. Hoch, hoch, hoch. Geh bitte hoch. Hoch, hoch, hoch. Da kommen sie, die Idioten. Ey, was ist denn das da für eine Scheiße, Mann? Was ist denn das da für eine Scheiße da? Okay, jetzt na, zumindest habe ich ihn getroffen. Gut, jetzt sind sie hier drinnen, ich gehe wieder raus. Jetzt sind sie hier drinnen, ich gehe wieder raus, dann mach doch mal. Verdammte Scheiße. Sorry. So, okay. Weiter, 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 weiter. Immer in Bewegung bleiben. Ich denke mal, das ist das Beste, was man hier auch machen kann. Dass man einfach mal immer in Bewegung ist. Gut, jetzt reiße ich mir mal die Armbrust unter meine Fittiche und denke mal, jetzt werde ich hier einen Spaß haben. Jetzt werde ich einfach mal hier einen Spaß haben. Und da der Dings dadurch, was macht denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Geh doch mal auf hier. Man, der drückt ab und zu mal hier, den drückt auf der Tasten hier, braucht ja nicht. So, okay, hier ist die Dings da. Okay, jetzt warten wir. Okay, schießen. Und buff. Alter. Nochmal und nochmal buff. Da kommen noch welche. Ey, die Krieg. Der dicke, fette Schwein. Peng, Alter. Wow, so, was ist denn das da hinten? Das leuchtet. Warum das immer so leuchtet? Das ist, ich denke mal, das kann man... Das ist eine Granate. So, benutzen. Nein, eigentlich wollte ich jetzt da das... Was ist denn da runtergekommen? Da ist denn wieder was? Da ist... Ach, da ist was. Mann, ich will an das Ding daran, an das rote Ding will ich daran. Jetzt kommen die mir schon wieder hinterher. Jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Tolle Wurst. Peng mit dem Schuss. Kriegt den Una. Peng. So sieht sauber aus. Sieht cool aus. Aber, Leute, wie ihr seht, habe ich nichts mehr da.
Außer jetzt noch die Granate. Na, die hat ja... Alter. Geile, geile, geile Sache. Leute, wir haben diesen Bereich auch hier säubert. Ja, sag ich einfach mal so dazu. Hab so ja hier noch Harpune, krieg ihn an. Hab so ja noch ein Pfeilchen. Das ist schick. So, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier erstmal wieder raus und gehen mal zu dieser Tür, wo der Matten rausgekommen ist. Ja, da muss man ja wohl irgendwie reingehen. Warte mal kurz hier. Da ist das Ding. Das meine ich. Jetzt habe ich das genommen. Was war denn das jetzt nur? Da ist unerwartet. Oh, hier nochmal kicken, ob wir hier noch was haben, Opi. Ne, man weiß ja nie. Und wir gehen hier weiter. So, da nehmen wir mal das Kästchen da. Kästchen da. Nimm bitte. Granate kann man immer gut gebrauchen. So, da liegt noch was. Okay, nehmen wir natürlich. Oh, das war wirklich. Das war Leben und Leben kann ich sehr, sehr, sehr gut gebrauchen. Wir nehmen das einfach mal, quetschen uns da drin in der Vene. So, ist nicht vorhin hier irgendwie was rausgekommen, ey? Bin mir sicher, dass da irgendwo vorhin was rausgekommen ist. Wo waren denn da? Ach, anzünden. Also das Spiel mit dem Anzünden ist eine gute Geschichte. Vorausgesetzt, man kriegt was dafür. Und wie ich jetzt so sehe, kriegt man ja eben ja nichts dafür. Die Zeit, die rennt schon wieder. So, das Ding nehmen wir natürlich mit. Ja, das ist A und O. Nimmt alle mit, was ihr kriegen könnt. War da nie was eben da? So, nö, okay. Alter, ich denke jetzt einfach mal, wir verpissen uns jetzt hier mal. Hier ist nichts mehr zu holen. Ich sehe keine Muni mehr, ja nicht mehr. Demnach haben wir hier auch alles abgegrast. Ja, gehen wir mal einfach mal hier wieder weiter. So, jetzt wollte ich irgendwie hoch. Na nun, komm noch mal. Okay. Gehen wir weiter. Weiter. So, und ich denke einfach mal, dass wir eine Stelle suchen, wo wir jetzt das Let's Play beenden. Oh, das wäre jetzt ein ganz gutes Ding hier, wa? Könnte man eigentlich so beenden, aber wisst ihr was? Eine Minute haben wir noch. Weiter geht's. Alter Rotze an der Wand. Blut, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Kann ich hier rein? Watten. Bist du ein Zuzen da? Da vorne passiert was. Da ist was. Erstmal kicken, ob hier oben was ist. Ja. Muss man mal kicken. Da ist was. Nimm's. Patronen 4. Warum sind Patronen 4 da? Brauche ich die Patronen 4? Aber hier kicken wir uns oben mal ein bisschen unten, Leute. Da ist nichts. Was ist denn? Wollen wir mal da hinten gehen? Was ist das denn jetzt? Ja, da, was hat dann? Was ist das denn? Fuck die Hände, Mann, was ist das denn? Halt die Granate geschmissen, wa? Scheiße, die rote Zora. Die rote Zora macht mich tot. Ich krieg die Krise, damit beenden wir mal den Part, Leute. Das kann ja eine heiße Nummer werden hier. Ich krieg ja eine Krise.